Hallo liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich möchte euch heute mal die Teabag von Sea & Sand vorstellen. Wie viele von euch habe auch ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich mein Gepäck sinnvoll an einer Vespa GTS transportieren. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ich kann mir hinten einen Gepäckträger ranmachen, diesen Klappgepäckträger oder auch einen geraden, kann mir einen Topcase ranbauen, kann mir vorne einen Gepäckträger ranmachen, kann mir einen Rucksack einfach umschneiden, den ich dann auf dem Fahrzeug transportiere oder auch eine Tasche hier reinstellen. Ich habe jetzt die Teabag gefunden, die ist gestern geliefert worden. Ich dachte mir, ich stelle sie euch gleich mal vor. Ganz tolle, maßgefertigte Tasche, Tunneltasche für die Vespa GTS. Und zwar für alle Modelle, seit 2003 passt die. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen die Details und die Funktionen der Tasche. Die Teabag von Sea & Sand hat ein Volumen von 28 Litern, da passt also richtig viel rein. Ich zeige euch nachher mal, wie es innen drin aussieht. Ist hier oben an zwei Punkten befestigt, kann dann auch noch an der Sitzbank befestigt werden und wird von oben beladen. Ist also sehr, sehr gut verarbeitet, passt an alle Modelle der Vespa GTS von 2003, also ob 125er oder 300er, könnt ihr für alle Fahrzeuge wunderbar nutzen. Ja, wozu nutzt man die Tasche? Also man kann sie als Ergänzung natürlich zum Topcase nehmen. Wenn man verreist, dann hat man nochmal einen riesigen zusätzlichen Stauraum. Oder so wie ich nutze die einfach als Tasche für Sport, Einkauf, weil die ist total praktisch. Die kann ich nämlich auch als Rucksack nutzen. Also ich muss ja jetzt nicht an diesem Henkel tragen, sondern ich zeige euch gleich mal die Funktion. Die Tasche kann ich komplett als Rucksack nutzen. Ganz schöne kleine Details sind hier diese Reflexionsstreifen an der Seite, die, wenn ich drauf sitze, auch immer sichtbar sind und bieten noch ein bisschen mehr Sicherheit, weil man dann von der Seite noch ein bisschen besser gesehen wird. So, ich zeige euch jetzt erstmal den oberen Bereich. Hier haben wir also den Hauptreißverschluss, der zum Fach zum Beladen führt. Sehr geräumig, sehr groß, 28 Liter Stauvolumen. Hier oben haben wir dann ein Fach für die Sonnenbrille oder normale Fahrbrille, was auch immer. Sehr gut gemacht, kommt man schön ran, liegt also über dem Gepäck, leicht zugänglich. Reißverschlüsse auch alles sehr gut verarbeitet. Ist noch so ein Haltegriff dran zum Ziehen und alles abgedichtet gegen Feuchtigkeit, sodass da bei Regen nichts eindringen kann. Dann hier oben, das finde ich sehr gut, haben wir noch ein Fach, was direkt zugänglich ist. Habe ich jetzt mein Portemonnaie drin. Kann man natürlich auch Handy etc. reinpacken. Also sehr, sehr praktisch. Braucht man jetzt nicht an der Jacke rumfummeln, sondern hat direkt hier oben ein Fach, was man auch mit einem Handschuh gut öffnen kann, durch die Schnalle, die hier dran ist. Wenn man also schnell mal an seine Papiere muss, beim Tanken, wo auch immer, kommt man da sehr, sehr gut ran. Im oberen Bereich wird die Tasche mit zwei Riemen befestigt. Hier oben am vorderen Bereich. In den Klappen hier oben sind normalerweise ja Schrauben drin. Die werden rausgenommen und die mitgelieferten kleinen Chromschrauben werden dann reingeschraubt. Die haben oben so eine kleine Kugel dran. Und da wird dann dieser Loks-Verschluss einfach reingeklickt. Ganz simpel. Und hält dann auch wirklich wunderbar. Da wackelt nichts und hat auch kein Spiel. Und das Schöne ist, ich kann das Ganze mit einer Hand machen. Also ich gehe ran, ziehe und das Ganze ist ab. Kommt aus dem Bootsbau, ganz clevere Verbindung. Firma Lok stellt die her. Also schönes Prinzip. Einhandbedienung, schnell gemacht, sieht schick aus. Den Riemen kann ich dann noch in der Höhe verstellen, sodass der dann richtig straff anliegt. Das Gewicht der Tasche hängt allerdings nicht am Riemen. Die Tasche kann natürlich sehr schwer sein und das Gewicht liegt dann immer schön mittig unten im Mitteltunnel auf. Also wenn ich da jetzt Flaschen drin habe oder einen Einkauf, dann wird das Gewicht nicht hier oben getragen, sondern das gilt nur zum Arretieren, dass die Tasche nicht hin und her wackelt und sichert die Tasche vorm Verrutschen. Dieser untere Riemen hier. Das heißt, ich habe diese beiden Befestigungen und hier unten noch einen Riemen, den ich einfach löse, aus dieser Schlaufe rumlege. Dann kann ich die Sitzbank öffnen, lege den Riemen hier lang, fädel ihn wieder ein in die Schlaufe, zurre fest und habe dann hier eine weitere Befestigung, die natürlich dann beim Fahren noch mehr Stabilität gibt. Ich zeige euch jetzt mal die weiteren Funktionen der Tasche. Also hier ganz einfach zu lösen, dann nehme ich sie raus und habe die Tunneltasche in der Hand. Ich zeige euch nochmal das Fach, dass ihr mal seht, wie groß das ist. Also da kriegt man ganz locker einen guten Einkauf vom Wochenende rein. Sportzeug, Schuhe, also ganz locker 6,5 Liter Flaschen, 28 Liter Fassungsvermögen, das ist eine ganze Menge. Also ein Wochenendausflug. Gar kein Problem damit. So, jetzt hat man das als Tasche, als Tunneltasche,
könnte die dann natürlich hier an diesem Griff tragen. Aber jetzt kommt das Highlight, das finde ich ganz besonders gut. Und zwar kann ich hier oben mir Schultergurte rausholen. 1, 2, kann dann die Befestigungsschlaufen hier oben reinstecken. Dann verschwinden die. Hier oben ist so ein kleiner Klettverschluss, dann kann ich das wieder verschließen. So, und jetzt hier unten hole ich mir die Gegenstücke raus. Einmal reinklacken, zack. Hier kann ich das Ganze noch in der Länge verstellen, wie bei den meisten Rucksäcken, anpassen an die Körpergröße. Zweite Seite genau dasselbe. Zack, reinklacken, fertig. Und ich habe aus der Tasche einen Rucksack gemacht. Und das finde ich persönlich super, weil gerade wenn wir jetzt einkaufen gehen und haben einen schweren Einkauf, den dann an einem Riemen tragen, das ist manchmal unangenehm. Aber so als Rucksack ganz toll. Ich nutze es oftmals dann auch für den Sport wahrscheinlich. Pack mein Sportzeug rein, Rucksack, zack, fertig und komme zum Fahrzeug. Man kann die jetzt natürlich wieder reinmachen, die Schulterriemen. Wenn man es schnell möchte, stellt man das Ganze einfach wieder rein. Klackt die beiden Halterungen rein, ich brauche nicht mal hingucken, zack, und das Ganze steht so und die Schulterriemen, wenn sie rausgucken sollte, schiebe ich einfach dahinter und fertig. So schnell geht das und ich habe eine sichere Haltung, hier kann nichts runterfallen, wegfliegen. Wenn ich es abmache, einfach einmal ziehen mit jeder Hand, rausnehmen, Rucksack und fertig. Tolle Geschichte. Aufsteigen sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus, das heißt, wenn ich die Tasche am Fahrzeug montiert habe, und sie ist hier arretiert, komme ich natürlich nicht mehr durch den Durchstieg durch. Der ist ja jetzt durch die Tasche blockiert. Ich müsste dann also halt wie beim Motorrad übers Fahrzeug absteigen. Kriegt man aber noch hin. So, hier noch ein paar kurze Fahreindrücke mit dem T-Bag und der Vespa GTS. Also meine Füße, und ich habe große Füße, ich habe 45, die passen wunderbar noch aufs Trittbrett. Da ist jetzt nichts irgendwie eingeengt oder zu wenig Platz. Das ist super. Von der Stabilität, ich glaube, man sieht es schon so ein bisschen, da wackelt auch nichts. Also diese Halterung hier oben, die hält super. Wirklich gut gemacht. Ganz toll natürlich die Erreichbarkeit der einzelnen Fächer von oben. Da kommt man also wirklich gut ran. Das heißt, beim Tanken oder wenn man mal die Sonnenbrille braucht, ist alles sehr schnell zugänglich. Tolle Lösung. Also auch beim Fahren kein Hindernis. Ja, wenn man dann irgendwann mal anhält, ihr seht es, mit Handschuhen kann ich ganz simpel das Ganze öffnen, komme überall gut ran, muss also nicht Handschuhe ausziehen, kompliziert. Toll durchdacht das Ganze. Sehr praktisch. Genug Stauvolumen, um auch richtig was mitzunehmen. Ja, liebe Vespa-Freunde, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also ich finde die T-Bag von Sea & Sand ein ganz tolles Produkt. Habe auch lange gesucht, bis ich sie gefunden habe. Bin auch sehr glücklich damit jetzt. Ist extrem robust, ist wassergeschützt, hat oben den Zugriff auf die wichtigsten Sachen, Papiere, Sonnenbrille, von oben zu beladen. Tolles Halterungssystem, also dieses Locks-System von Booten jetzt bei einer Vespa zu übernehmen, finde ich eine klasse Idee. Also man merkt, die Leute haben sich was bei gedacht, sind wahrscheinlich auch erfahrene Vespa-Fahrer. Dass man es als Rucksack tragen kann, finde ich auch eine super Idee. Dass er im Mitteltunnel steht, anstatt hinten drauf ist, auch eine gute Sache. Ich packe euch den Link zu der Tasche mal unten in die Beschreibung rein. Schaut sie euch mal an. Die gibt es auch für die Vespa PX. Ansonsten passt sie an alle GTS-Typen, ob 125, 300, ab 2003, für jeden Vespa-Typ geeignet. Da hat sich ja jetzt von der Bauweise nichts geändert. Also jeder, der eine Tasche sucht, ist mit der auf jeden Fall gut beraten. Eine klasse Tunneltasche in einem guten Format. Stört nicht beim Fahren, man kommt gut ran. Also kann ich nur empfehlen. Ich werde sie sicherlich oft nutzen, wahrscheinlich auch sehr viel für den Sport. Ideale Sporttasche. So, liebe Vespa-Freunde, das war's mit der heutigen Vorstellung der T-Bag von Sea & Sand. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal auf die Seite von Sea & Sand. Ich packe euch den Link unten rein. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Sollten Fragen sein, gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich versuche das dann zu beantworten. Fahrt weiterhin vorsichtig, genießt das schöne Wetter und bis dann. Ciao.